Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Kerem Erken. Ja, Kerem, von der Oberliga in die Bezirksliga Süd. HTB haut zurzeit einfach alles weg, alles gewonnen. Ja, für dich ein Schritt zurück und zwei vorwärts oder wie siehst du diesen Step? Ja, wie du das schon sagst, ne? Also ich habe sehr lange überlegt. HTB ist mir ja nicht fremd, ne? Ich habe ja dort Fußball gelernt, 5 Jahre dort gespielt und dann gewechselt in der Jugend. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich diesen Schritt wage oder diesen Schritt mache. Aber ich habe auch mein Bauchgefühl gehört. Bin dann mal 2 Schritte zurückgegangen, damit ich mal nach vorne komme. Dann aber 3 nach vorne. Genau. Ja. Und so fühlt sich das auch gerade an. Also es läuft sehr gut, ich fühle mich sehr wohl. Und also die Tabelle sagt alles. Und unsere Spiele momentan, auch die Pokalspiele, ich meine, wir sind gerade ungeschlagen. Und es läuft sehr gut. Kerem, was ist da los? Nur 2 Tore in der Bezirksliga Süd. Ja. Was ist los mit der Tormaschine? Ja, 6 Spiele erst gespielt. Ich meine, die Saison ist noch lang. Natürlich will man als Stürmer immer knipsen, aber jetzt primär steht im Vordergrund, dass ich halt meinem Team helfe und als Führungsspieler auch zum Sieg führe. Und das kann ich nicht immer nur mit Toren machen, das muss ich auch mal mit meiner Stimme oder mit Vorlagen oder mit Zweikämpfen und natürlich mit dem Team zusammen machen. Und das manchmal geht nicht immer das Tor. Und natürlich, am Ende wollen wir gewinnen. Das ist das Wichtigste. Die Saison ist noch lang, habe ich schon erwähnt. Und ich werde schon meine Tore machen, auf jeden Fall. Was macht Kerem Erken außerhalb des Platzes, wenn er nicht gerade ein Teamplayer ist? Ja, also ich bin auch außerhalb des Platzes ein Teamplayer. Ich bin sehr oft mit meinen Freunden. Ich gehe auch mal ins Fitnessstudio. Und also sonst bin ich eigentlich nur am Arbeiten. Ja, so muss das sein. Du, gehst ins Fitnessstudio, musst fit sein, ja. Und du modelst auch nebenbei. Ja, kann man nicht so sagen, ne? Also ich habe natürlich unser Fotograf auch, der unsere Fotos jetzt gemacht hat, hast du wahrscheinlich gesehen. Ja. Liebe Grüße an deinen guten Freund Ahmed Ünal. Natürlich, Ahmed, ich grüße dich hier. Hat er sehr gut gemacht, er macht einen Top-Job und da habe ich halt mit ihm, als er neu angefangen hatte, so, wir sind ja schon lange befreundet, hat er mich mal gefragt, ob ich mal vor die Kamera kann, und habe ich halt gemacht und so hat es angefangen. Dann wurde er immer erfolgreicher und jetzt bin ich in seinem Büro, irgendwo hänge ich da als Poster so. Ja, also Model kann man das nicht so nennen. Ne? Also, ja, du bist ja aber auch ein gut aussehender, charmanter junger Mann. Würdest du behaupten, dass du eitel bist? Ja. Kurz und knackig, ja, ein bisschen Eitelkeit schadet nie. Aber nochmal zurück zum Fußball, Kerem. Du kommst ja aus einer richtigen Fußballerfamilie. Vielleicht kannst du mal erzählen, wer welche Funktion auch sogar beim HTB erfüllt. Ja, genau. Das war auch so der ausschlaggebende Punkt natürlich. Mein Vater ist bei unserer zweiten Herren Trainer und hat auch jahrelang dort auch bei den Senioren gespielt. Er spielt ja auch selber noch Fußball. Und mein Bruder hat da letztes Jahr angefangen, bei den Herren zu spielen. Ich spiele jetzt auch mit meinem Bruder zusammen. Und ja, ich habe auch sehr oft mit denen geredet und die haben mir auch gesagt, so, ja, wenn du kommen würdest, dann würde das Team auch davon profitieren in Bezug auf Aufstieg. Und ja, im Endeffekt habe ich auf mein Bauchgefühl gehört oder besser gesagt auf meinen Vater gehört. Und dann bin ich halt hergewechselt. Ja. Richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung, auf jeden Fall. Also wir sind sehr froh, auch in der Familie, so, wenn wir mal darüber sprechen, ist eine gute Atmosphäre. Besser als wenn man halt aufgeteilt ist. Er HTB, er Concordia, er Altenwerder, so. Und so kann jeder aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen. Ja, genau. Und das passt einfach. Also momentan läuft das echt gut, auch in der Familie. Und das passt einfach. Sehr schön. Das ist doch schön zu hören, wenn es in der Familie genauso gut läuft. Dazu die Frage, hat dein Vater dich schon mal trainiert? Nee, im Verein nicht. Aber mein Vater hat so viel investiert, also ich bin ihm auch sehr dankbar. Als ich klein war, haben wir in der Türkei, sind wir mal laufen gegangen, er hat uns laufen geschickt, mit dem Ball hochhalten. Personal Coach sozusagen. Und er hat uns echt sehr unterstützt dabei und er hat uns auch sehr oft halt zu den Spielen gefahren, er ist immer dabei, immer dran gewesen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also so im Verein hat er uns nicht trainiert, aber so Personal Trainer, wie du das gesagt hast, schon.
Naja, aber könnte ja noch kommen, dass du unter deinem Vater spielst, dann wäre das Trio komplett. Ja. Gut, Kerim, in diesem Sinne, schön, dass du hier warst. Du bekommst natürlich, wie jeder Talkcast von uns, ein Geschenk. Einen schönen Fußball, dann kannst du in der Türkei trainieren mit deinem Dad zusammen und deinem Bruder. Ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg und ja, alles Gute. Dankeschön. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie.